Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute Samstag, den 1. Juli und direkt zum Beginn des Monats haben wir wieder drei neue Streaming-Tipps für euch. Mit dabei ist die neue Staffel von der Dramaserie Blindspotting und die Miniserie The Pursuit of Love, die euch das Liebesleben der britischen Oberschicht näher bringen will. Los geht's aber mit dem stressigen Alltag von Moms. Tony, Rana und Paula sind beste Freundinnen in der britischen Kleinstadt Hull. Egal ob Familienleben oder Single-Dasein, irgendwie versuchen sie zusammen ihren chaotischen Alltag zu schaffen und unterstützen sich, wo es nur geht. Da darf die beste Freundin dann auch mal als Prinzessin auf einer Kinderparty auftreten oder sich mehr oder weniger erfolgreich beim Kinderschminken versuchen. I don't look like a freak. He thinks I can't contribute. You can't, you're useless. Oops. You are fine. It's an affliction. Während Tony ihr eheliches Sexleben aufpolieren will, muss Rana ihre vielen Dates koordinieren und Paula mit dem aufkeimenden Interesse ihrer Teenager-Tochter an ihrem neuen Freund klarkommen. Die britische Working-Class-Sitcom ist von der israelischen Sitcom Little Mom inspiriert und feiert heute ihre Deutschland-Premiere. Alle 6 Folgen von Hullraisers findet ihr jetzt in der ZDF-Mediathek. In der Dramaserie Blindspotting ist nicht gerade weniger los. Ashley ist jetzt alleinerziehende Mutter, nachdem ihr Ehemann Miles urplötzlich ins Gefängnis musste. In der ersten Staffel hat sie versucht, das alles erstmal zu verkraften. Nicht nur das Gefängnis, sondern auch den Umzug zu ihrer Schwiegermutter. In Staffel 2 bekommt Ashley wieder die Möglichkeit, ihrem Ehemann näher zu sein. See you in 2 weeks for the first family visit. Yes, you will. Because, girl, when you get here in 2 weeks, we are about to... Everybody can hear you on speakerphone. Hey, what up? Things are tough. I get that. You could stand to be a little more fun. I'm fun. It's time to do the pinata. Everything is okay. She's terrifying. Die Serie spielt in Oakland und ist das Spin-off zum gleichnamigen Film. Die 2. Staffel von Blindspotting könnt ihr ab heute auf Prime Video streamen. Linda Radlett ist jung, Britin und auf der Suche nach der großen Liebe. Und dafür lässt sie kein Abenteuer aus. Was allerdings in der traditionellen britischen Oberschicht nicht gerade gern gesehen wird. Abgesehen von den Personen, die genau an diesen Abenteuern teilnehmen. Geht es im Leben denn nur um die Liebe? Ja! Ihr fehlt es an jeglicher Disziplin. Aus ihr wird vielleicht nie etwas werden. Du möchtest also verrucht und untreu werden, ja, Linda? Nein. Ich strebe nach der wahren Liebe. Liebe ist für erwachsene Menschen. Wie sie eines Tages herausfinden werden. Kämpfen Sie gegen die Faschisten mit mir. Ich zieh mich lieber zuerst an. Die britische Miniserie The Pursuit of Love basiert auf dem gleichnamigen Roman der Autorin Nancy Mitford. Er ist 1945 erschienen und sorgte damals für viel Aufregung. Die Verfilmung könnt ihr jetzt in 3 Folgen auf Magenta TV streamen. Das waren unsere 3 Tipps für euren Start in den Juli. Euch erwartet in dem neuen Monat aber noch viel mehr. Zum Beispiel neue Staffeln von der Sci-Fi-Serie Foundation, der Coming-of-Age-Serie In dem Sommer, als ich schön wurde und der Comic-Serie Futurama. Außerdem eine Doku über das legendäre Wacken-Festival und die Premiere vom neuen deutschen Netflix-Near-Future-Film Paradise. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann folgt oder abonniert diesen Podcast kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Annika Seiferlein hat die Tipps rausgesucht, Audioproduktion Tim Schmutzler. Ich bin Michelle Paulina Kolberg und verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüss und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.